So, wir sind live. Einen schönen guten Abend. Alexander Sominski, mein Name von On Vista. Und meine Leidenschaft ist zwar das Trading, aber für den langfristigen Vermögensaufbau gibt es aus meiner Sicht keine Alternativen zu Qualitätsaktien, die wir heute auch vorstellen werden. Also, lassen Sie uns das Webinar starten mit der Frage: Was ist eigentlich Value Investing? Und unter Value Investing versteht man den Kauf bzw. den Verkauf von Aktien ausschließlich auf Basis des inneren Wertes, also des Wertes der Aktie bzw. des Unternehmens. Und dann schaut man, ist der Preis, den es gerade an der Börse gibt, ist der unter diesem Wert oder ist der über diesem Wert? Ja, und der Preis dieser Aktie muss also zum Verhältnis dieses inneren Wertes passen. Oder um es mit den Worten von Christian Bauduin auszudrücken, Value Investing bedeutet wertorientiertes Investieren. Gekauft wird also dann, wenn man einen höheren Gegenwert für sein Geld bekommt. Und ein großer Verfechter und auch Vorbild von Christian und auch von mir ist Warren Buffett. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie sicher alle Warren Buffett kennen oder zumindest den Namen schon mal gehört haben. Und der Christian wird auch sicher gleich mit ein paar Worten nochmal darauf eingehen. Warren Buffett sagt sozusagen, Price is what you pay, value is what you get. Und das besagt nichts anderes, ist, dass der Preis ist das, was man bezahlt, aber der Wert, den man bekommt, ist letztlich sozusagen der Gegenwert. Und im Grunde liegt eigentlich der Gewinn liegt im Einkauf, sage ich mal, wobei der Kompagnon von Warren Buffett, der Charlie Munger, eigentlich sagt, der Wert oder beziehungsweise der Gewinn liegt nicht im Einkauf, sondern der Gewinn liegt im Halten und im Warten. Aber das werden wir gleich mal begründen. Und mit diesen einleitenden Worten, lieber Christian, freue ich mich, dass du dabei bist, wir uns das Webinar starten mit. Mein Vorschlag wäre dem Markt, aber der Christian hat mir eben zugerufen, dass wir vielleicht zu Anfang einen Blick auf das Musterportfolio werfen. Aber Christian, die Entscheidung liegt bei dir. Herzlich willkommen im Webinar. Herzlich willkommen aus Köln. Ja, Alex, danke für die nette Einleitung. Ja, ich sage vielleicht kurz ein, zwei Sätze für die Kollegen, die jetzt neu dabei sind. Also mein Name ist Christian Bauduin, wie schon erwähnt. Bin Value Investor seit 10 Jahren, lege auch mein eigenes Geld ausschließlich mittlerweile nach dieser Strategie an, habe zwar auch mal andere Sachen ausprobiert. Unterm Strich war aber das Value Investing eigentlich die einzige Strategie, die von Anfang an gut funktioniert hat. Getradet habe ich auch mit schlechtem Ergebnis, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, weswegen ich diesen Handelsstil auch nicht weiter verfolge. Und ich blogge auch seit 3 Jahren. Ja, werde auch da oder ja, zeige auf meinem Aktienblog eben auch, dass das Ganze funktioniert an Beispielen von mir. Und die ganzen Sachen, die wir hier vorstellen, sind letztlich auch, ich sag mal, Dinge, die ich für mich selber auch umsetze. Das heißt, ich esse auch das, was ich koche. Und wie Alex aber schon gesagt hat, fangen wir direkt mal mit dem Musterdepot vielleicht schnell an, um da auch mal einen kleinen Einstieg nochmal zu finden. Wir hatten ja 3 Aktien hier vorgestellt. Ich mache es mal auch noch ein bisschen größer. Und die hatten wir auch intensiv hier beleuchtet in den anderen Webinaren. Diese Webinare, die sind auch aufgezeichnet. Vielleicht können wir da gleich nochmal den Link einstellen. Und wir haben 3 Sachen gekauft. Das ist unter anderem die Intel gewesen, die Starbucks und die Henkel. Wie gesagt, die 3 Aktien haben wir intensiv beleuchtet in den Webinaren. Wenn Sie da noch Informationen zu sich wünschen, dann würde ich dann auf die Aufzeichnung zu dem Webinar eben ja, verweisen hier an dieser Stelle, wenn das also auch Titel sind, die vielleicht für Sie interessant sein könnten. Und was wir jetzt eigentlich gesehen haben, wir haben die Aktien ja, ich sag mal, ja, zwischen Juni und August gekauft. Da sehen wir aktuell noch bei der Intel eine kleine positive Entwicklung von 2%. Die Starbucks ist ganz gut gelaufen mit 35% jetzt im Plus innerhalb von 4 Monaten knapp. Und die Henkel hat sich ungefähr so entwickelt wie der DAX, würde ich sagen. Die ist also rund 11% gefallen. Insgesamt denke ich aber, können wir auch mit der Entwicklung hier schon ganz zufrieden sein, auch mit Hinblick darauf, dass eben die Börsen jetzt in dieser Zeit hier auch ordentlich abgegeben haben. Und was auch hier in dieser Darstellung nicht drin ist, meines Wissens, korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage, Alex, das sind auch die Dividenden, die jetzt hier natürlich nicht so viel ausmachen, aber natürlich auch irgendwo einen positiven Wertbeitrag bei einem richtigen Kauf, ja, gebracht hätten. Und diese 3 Titel, die halten wir auch weiterhin aktuell. Und aus meiner Sicht ist aktuell hier keine Handlung, kann ich schon mal vorwegnehmen, erforderlich. Bei der Starbucks hier, da sollten wir aber demnächst mal schauen, wenn die jetzt noch etwas weiter steigt, dass wir dann vielleicht auch mal einen Teilverkauf oder sowas hier
realisieren, weil die doch schon aus meiner Sicht jetzt schon nicht mehr ganz so günstig ist. Bei der Henkel hingegen, ja, wenn dann noch ein bisschen etwas nach unten passiert, da würde ich dann sagen, dass wir hier noch etwas zukaufen können, weil wir haben das ja auch schon in den Webinaren zuvor mal erläutert. Wir kaufen ja nicht die Aktien in einer Position, sondern wir steigen da über Tranchen ein und aus, um eben auch weiterfallende Kurse für uns zu nutzen. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, Christian, und zwar bei der Starbucks-Aktie. Ja, die haben wir ja, ich sag mal, die haben wir jetzt Ende Juli, am 18. Juli, haben wir die Starbucks-Aktie ins Musterdepot aufgenommen und die ist ja seitdem eigentlich gut durchgestartet. Also eigentlich ab Kauf ist sie durchgestartet. Und jetzt ich, sage ich mal, aus Trader-Sicht sehe jetzt eigentlich diese Aktie auf dem Allzeithoch, beziehungsweise auf dem Hoch aktuell. Und würde jetzt sagen, eigentlich Momentum ist drin und gerade in so einem schwachen Markt, wie wir uns gerade befinden, zeigt diese Aktie ja durchaus Stärke. Da würde ich, sage ich mal, jetzt unter Trading-Gesichtspunkten eigentlich nicht auf die Idee kommen, hier einen Teilverkauf zu machen. Wie ist das aus Value-Gesichtspunkten begründet? Ah, das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Du hast es ja auch im Intro schon kurz aufgegriffen. Wir betrachten diese Investition ja aus dem Hinblick heraus, was erwirtschaftet das Unternehmen unterm Strich für uns als Investoren. Und je höher ein Aktienkurs natürlich steigt, desto geringer ist eigentlich die Chance, dass auch in Zukunft die Kurse noch weiterhin steigen. Das heißt jetzt nicht, dass wir da kurzfristig drauf schauen, sondern zum Beispiel auf Sicht von 10 Jahren oder so etwas. Und je teurer eine Aktie wird, desto geringer ist eigentlich dann tatsächlich das weitere Renditepotenzial, einfach dahingehend, weil eben wir immer weniger sozusagen, wenn wir jetzt uns mal aus dem Blickwinkel eines anderen Investors, der sich jetzt überlegt, ob er die Aktie jetzt kauft, diese Investoren werden natürlich nicht mehr so gerne zugreifen, wenn die Aktie immer teurer wird und irgendwann werden natürlich auch da Gewinnmitnahmen einsetzen. Also unterm Strich geht es eigentlich immer um Chance und Risiko. Das ist ja auch etwas, was auch beim Trading wichtig ist. Und wenn man das Ganze aber auf lange Sicht betrachtet, sind teure Aktienkurse immer ein Zeichen dafür, dass die Chancen eben kleiner werden, aber auf der anderen Seite das Risiko halt immer größer wird, also für Rückschläge, aber auch für die langfristige Renditeentwicklung. Und deswegen macht es dann auch Sinn, wenn die Aktien wirklich sehr teuer geworden sind, über einen Verkauf nachzudenken. Das Ganze muss man aber auch im Portfolio-Kontext sehen. Das heißt, wie groß ist die Position eigentlich, die ich da jetzt habe? Ja, wenn ich mal eine Position hatte, die 10% im Depot eingenommen hat und die steigt dann sehr stark und macht auf einmal 20% aus, dann kann es auch aus diesem Grund schon einen Sinn ergeben, da zu verkaufen, einfach um sein Risiko in dieser einzelnen Position eben auch nicht zu groß werden zu lassen. Und all diese Dinge muss man natürlich auch im Portfolio-Kontext so ein bisschen sehen. Das wäre jetzt eigentlich so der Ansatz, wo wir sagen würden, hier aktuell ist die Aktie zwar jetzt nicht mehr sehr günstig, aber ist jetzt nicht so, dass wir aus Portfoliosicht jetzt hier irgendwie verkaufen müssten. Man kann ja, denke ich, einen Teilverkauf machen, aber wir warten einfach mal noch, würde ich sagen, bis zum nächsten Webinar, weil so übertrieben teuer ist er jetzt auch noch nicht geworden. Also die 35%, die sind zwar schon einiges, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt, ich sag mal, zu 100% überbewertet wäre oder so etwas. Und auch diese Bewertungsverfahren haben natürlich auch eine gewisse Unschärfe. Das heißt, wir können letztlich nur eine Schätzung abgeben und diese Schätzung selbst, die hat natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Und deswegen würde ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, warten wir einfach nochmal was ab. Und wenn es dann doch noch deutlich teurer wird, dann können wir immer noch einen Teilverkauf durchführen. Das heißt, für die Teilnehmer, die das beispielsweise im Musterdepot mitgemacht haben oder vielleicht beim Echtgelddepot mitgemacht haben, die könnten durchaus auch jetzt an einen Teilverkauf denken, sozusagen. Und für alle, die jetzt neu dabei sind, ist es auf diesem Niveau eigentlich jetzt kein Kauf mehr aus Value-Gesichtspunkten für uns. Genau, also ich würde diese Aktie jetzt aktuell nicht mehr kaufen oder tendenziell eher auf der Verkaufsliste würde sie sich bei mir wiederfinden als auf einer Kaufliste. Wichtig ist die Henkel-Aktie, die haben wir ja damals, das war die erste Aktie, die haben wir im Juni aufgenommen, Mitte Juni und haben eigentlich bei Aufnahme der Aktie schon gesagt, wenn die Aktie nochmal so 10%, 15% nachgibt, dann wäre es eigentlich sozusagen auch
aus Value-Gesichtspunkten, denn wir möchten ja günstig einkaufen, wäre es eine Möglichkeit nachzukaufen. Ich wiederum, ich will jetzt nochmal diese Trader-Sicht reingeben, ich würde als Trader sozusagen im Verlust eigentlich ungern nachkaufen, aber aus Value-Gesichtspunkten, wenn man sozusagen von der Aktie überzeugt ist, von den Fundamentaldaten, kann man ja durchaus nachkaufen. Und wann wäre jetzt hier sozusagen aus deiner Sicht ein Punkt erreicht, wo wir die Position aufstocken würden? Ja, also vom Prinzip her könnte man das jetzt schon tun. Wir werden aber das noch auf die 15% Minus, würde ich sagen, hier an der Stelle abwarten. Hängt auch mit dem Thema zusammen, was wir dann gleich noch behandeln, wenn wir über den Markt sprechen. Denn natürlich bewegen sich Einzelaktien auch irgendwo mit dem Markt mit. Ich meine, wir hatten jetzt hier natürlich auch mit Starbucks eine Aktie, die das nicht tut. Aber ich sage mal, wenn großer Verkaufsdruck in den Markt kommt, dann werden halt auch gute Unternehmen verkauft. Wichtig ist hier eigentlich, wir haben hier diese Unternehmen ja ausgewählt, weil wir der Meinung sind, dass die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, jedes Jahr wertvoller werden. Das kann man zum Beispiel erkennen an steigenden Umsätzen, steigenden Gewinnen, aber auch an den Vermögenswerten, die das Unternehmen besitzt. Wenn einfach jedes Jahr mehr Geld sozusagen im Unternehmen verbleibt, als Schulden angehäuft werden, dann wird das Unternehmen letztlich für Investoren, die da drüber nachdenken, das Unternehmen ganz oder teilweise eben zu übernehmen, immer wertvoller. Und das ist ja letztlich gegeben bei all den drei Titeln. Und wir kaufen jetzt nur noch nicht hinzu, weil wir jetzt an der Stelle sagen, wir warten auf die minus 15%, um dann nochmal etwas dazu zu kaufen. Jetzt haben wir ja bei allen drei Positionen, wir haben ja keinen Stopp drin. Also Stop-Loss ist eigentlich eine Möglichkeit, sich vor Verlust zu schützen. Ein Stop-Loss ist eigentlich eine Marke, wo man über einen Verkauf nachdenkt oder einen Verkauf automatisiert ausführt, wenn man den vorher eingibt. Jetzt haben wir in unserem Portfolio keine Stops drin. Genau, wir machen eigentlich unseren Stop nicht anhand von Kursbewegungen fest, sondern wir schauen auf das Unternehmen optimalerweise. Das heißt, solange sich das Unternehmen so entwickelt, wie wir das eigentlich vorausgesetzt haben beim Investment, gibt es hier überhaupt keinen Grund, einen Verkauf durchzuführen, nur weil der Aktienkurs sich nicht so entwickelt, wie wir das jetzt gerne gerade in diesem Moment hätten. Im Gegenteil, wenn Aktien von guten Unternehmen günstiger werden, dann freuen wir uns eigentlich sogar darüber. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Denn ich kriege ja jetzt letztlich noch mehr Gegenwert für mein Geld als beim Erstkauf. Wichtig ist aber, dass die Qualität dahinter noch passt. Das heißt, dass Sie wirklich auch mit einem guten Gefühl sich an diesem Unternehmen beteiligen können. Wenn Sie jetzt ein hochverschuldetes Unternehmen sehen, was kaum Geld verdient, dann würden Sie an dieser Stelle da eher nicht dazu tendieren. Wenn Sie aber ein wirklich krisensicheres Geschäftsmodell sehen, das auf 10 Jahre gesehen vielleicht noch schön für Sie arbeiten kann, also das Geld, wenn Sie es investieren, im Unternehmen für Sie arbeiten kann, dann gibt es hier eigentlich keinen Grund, über einen Verkauf nachzudenken. Und Warren Buffett hat es nochmal, glaube ich, ganz plakativ gesagt, indem er gesagt hat, wenn man nicht mit 50% Kursrückgang das aushalten kann, dann sollte man auch kein Value Investing betreiben. Üblicherweise fallen die Aktien nicht 50%, wenn man gute Geschäftsmodelle auswählt, an denen man sich beteiligt. Aber ich sage mal so 20%, das kann da durchaus schon mal passieren und ist eher dann, wenn man, wie gesagt, die Qualität da im Vordergrund sieht, der Geschäftsmodelle eben, dann kein Problem. 10% Minus, das kann dem einen oder anderen schon ganz schön wehtun, wenn man das so im Depot sieht. Und aus diesem Grunde auch erstmal mit einem Musterdepot testen oder wie gesagt bei den UBS Trading Masters einmal testen, wie man selbst damit mit so einem Depotstand umgehen kann. Also das ist, denke ich, ganz wichtig für viele, die ja gerade am Anfang stehen. Aber ansonsten eigentlich sind wir recht positiv gestimmt, ne? Das Depot entwickelt sich wirklich gut. Kann man nicht meckern, gerade in dieser aktuellen Marktphase, wo ja doch viele gerade so auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Ja, ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Aber wir hoffen natürlich, dass es auch weiterhin positiv läuft. Aber fallende Märkte sind natürlich auch immer wieder, ich sag mal, für uns eher Chancen, weil je günstiger natürlich Aktien im Markt werden, desto mehr Chancen haben wir natürlich, uns auch günstig zu beteiligen. Hier auch im Musterdepot haben wir ja noch ordentlich Cash sozusagen auf dem Konto liegen, was wir auch hoffentlich dann in günstige Titel dann noch investieren können die nächsten Monate. Ja, wollen wir dann noch kurz den Aktienfinder vielleicht vorstellen, bevor wir dann auf das eigentliche Thema, den Markt, zu sprechen kommen.